Oh, wenn ich da jetzt in Arschballer, war es das aber sofort. Junge, davon habe ich geredet. Es ist ja nur geil. Ah, Leute. Wir müssen nochmal reden. Ich habe wieder alles ver... Also, wo fange ich an? Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe weitergezockt. Ich bin in der nächstschwierigeren... im nächstschwierigeren Sonnensystem. Und ich war mit meinem Laserschiff so ein bisschen... Ihr habt es ja gesehen. Wenn der Gegner Nuklearraketen hat, hat mich das mies zerruppt. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich dieses Laserschiff noch effektiver machen? Also, nur um das euch nochmal in Erinnerung zu rufen. Ach du Scheiße, wenn man Escape drückt, schließt sich das Spiel. Also nur um das euch nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich hatte ja ein Laserschiff frontal mit 16 Lasern. Ne? Das heißt, wir gehen mal kreativ rein. Ich lade das euch mal rein. So, ich hatte also das Ding, die Spandauer Kneifzange. Ne? So, wir hatten ja sogar hier vorne ein bisschen dann Metall nochmal gebaut, dass so Nuklearraketen auch die ersten abgefangen werden und. Und dann hatten wir hier richtig heftig Schild. Aber, ey, wenn da ein Schiff 8 bis 10 Nuklearraketen abschießt oder ultra viele HE-Raketen, das bricht instant zusammen. Und Laser instant killt ja nicht, sondern frisst sich langsam durch. Also habe ich gedacht, okay, es erschien mir einfach als allein funktionierendes Schiff nicht so stark. Also habe ich mich nochmal rangesetzt und das Ganze mal schief probiert. Oh Gott. Also zum Vergleich, ne, das ist das alte Schiff. Und ich habe dann ein ähnlich großes gebaut mit doppelt so viel Laser. Und vorne auch richtig heftig gesaved. Also, und an den Seiten sogar Nuklearraketen. Ne? Also, das war nicht schlecht. Ich bin dann sogar weitergegangen und habe hier richtig heftig... Wurde jetzt hier irgendwie nicht gesaved oder so. Aber ich habe richtig viele Rollen erstellt, dass das hier richtig optimiert auch versorgt wird. Und, naja, wenn ich die anstelle, das knallt. Ne? Ist natürlich nicht ganz symmetrisch. Die sind ein bisschen versetzt, damit die so eng hintereinander... also sie sind so eng hintereinander platziert, damit die hier durch diese enge Öffnung beide Strähle durchpassen. Weil hätte ich die jetzt, ich mach mal aus, hätte ich die jetzt symmetrisch nebeneinander gesetzt, würde er eine hier gegenprallen. Die Öffnung ist nicht groß genug. Aber ich wollte die möglichst klein halten. Ja, also klar, hier hätte ich jetzt vorne auch noch zwei hinsetzen, aber ist jetzt auch egal. Das Ding ist, ich bin schon wieder viel weiter, aber ich habe extra einen Spielstand offen gelassen, um euch die Performance dieses Schiffs zu zeigen. Und warum ich dann Laser letztendlich verworfen habe. Ja, wir laden mal rein. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Folge schon hatten. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Hier ist das Schiff. Und ich fliege jetzt hier eine Attacke. Ja. Und by the way, also ne, ich bin jetzt inzwischen hier. Gefahrenstufe 13 bis 15. Und holy shit. Hier fliegen einfach Raumschiffe rum. Die sind auch so groß. Das ist insane. Und wie die aussehen, die sehen so viel cooler aus. Ich habe eine Piratenbasis mir gemobst. Also ich habe mir, quasi als fliegende Basis, wo ich alle Rohstoffe save, die ich saven will, habe ich mir einfach eine Basis gemobst und die Antriebe ein bisschen verbessert, sodass die ein bisschen schneller fliegen kann in eine Richtung. Da ist jetzt gerade niemand drauf oder nur eine Person. Aber, nee, hier sieht man gerade nicht. Generell, die Basen sind auch nochmal krasser geworden. Und ihr seht gleich die Schiffe. Ich will euch nur mal zeigen, warum ich jetzt zu dem Entschluss kam, dieses Projekt Laserschiff auf Eis zu setzen. So, ich lass mal laufen. So, hier haben wir jetzt
ein Gegner. Das ist natürlich jetzt ein Gegner auf der Schwierigkeitsstufe, was war das? 13 bis 15. Also nochmal andere Raumschiffmodelle, ja? Ich mach den Laser schon mal an. So, das Krasse ist ja, also ich habe jetzt bewusst beide Laser nicht in ein gehen lassen, also in ein Prisma, weil mir dadurch 25 Damage flöten gehen würde. Habe ich letztes Mal drüber gesprochen ein bisschen. Kann man machen. Also so habe ich quasi punktuell ein bisschen weniger Damage, aber im engeren Wirkbereich immer noch mehr Damage. Ne, also es ist jetzt quasi zweimal der Strahl von dem anderen Laserschiff. Doppelt so stark. So, und jetzt greife ich hier mal... Oh, jetzt wurde es gerade nicht versorgt. Warum nicht? Warte mal Strom rein. Warte mal Strom da rein. Hallo. Mach Strom rein. Ihr seht übrigens, was ich vorhin meinte. Es gibt gelbe Leute, die sind nur dafür da, diese Kondensatoren zu versorgen. Dann gibt es die Türkisen, die sind nur dafür da, die habe ich sogar teilweise aufgeteilt, glaube ich, genau, auf die einzelnen, also dass die wirklich nur ihre Fokusbereiche haben und dass somit alles optimal versorgt wird. Trotzdem bricht das instant ein, ihr werdet es gleich sehen. Aber jetzt versorgt doch hier mal den Bums mit Strom. Pass mal auf. Ich mache jetzt nur mal der Schnelligkeit halber hier Operator. Genau, dann gehen wir da dran. Sehr gut. So, jetzt. Also, wir greifen den nochmal an. Und schaut euch das Schiffdesign an von denen. Das ist so heftig teilweise. Ja, ich will jetzt nicht beide aggro ziehen. Weil ich will schon, dass ihr seht... Na, vielleicht... Hier, guckt euch das an. Oh nein, jetzt ist gerade wieder kleiner geworden. Hoppala. So. Jetzt mach hier Strom rein, bitte. Sehr gut. So. Guckt euch die mal an. Das ist zugegebenermaßen eins der schlechtesten. Nee, das ist, würde ich sagen, hier auf der Gefahrenstufe das schlechteste. Weil der hat halt auch Laser... Ist so geil, weil die sind dahin gerichtet, aber werden durch die Prismen nach vorne geschmissen. Drei Stück. Zwei Beams gehen rein. Anscheinend macht er hier einen draus. Okay, nee, never mind. Dann hat er hier sechs Schildgeneratoren und ganz viele Flakgeschütze zur Raketenabwehr. Also das würde ich mit Abstand das Schlechteste hier. Wir gehen mal auf das andere. Oder gibt es hier vielleicht ein einzelnes Kopfgeld? Ja, das. Wir gehen dahin. Das zeige ich euch. So. Da wird die ganze Zeit getradet. Leider sehr langsam, weil das nur ein, zwei Personen sind, die da traden. Okay. Also, wir fliegen jetzt hier rein. Ich zeige euch mal, was die teilweise hier für krasse Schiffe haben. Und wir fighten das. Und ihr werdet sehen, ich gehe gnadenlos unter. Kann natürlich jetzt Vorführeffekt sein und durch irgendwas erstaunlicherweise jetzt ein Win sein. Aber ich war einfach mit der Zeit dann hier sehr unzufrieden. Weil es einfach so ineffizient war. Jawohl. Guck dir das mal an. Hier. Das ist mit sowas fliegen die rum, Alter. Also hier erstmal Arsch viel Raketen. Pro Seite 6 nuklear. Dann noch Beams ohne Ende und Schilde. Tatsächlich würde ich sogar behaupten, dass ich das schlagen könnte, weil bei denen, ich erinnere mich, ich habe einfach in die Mitte reingebeamt und wenn so ein Prisma explodiert, also ich muss nur die beiden Schildgeneratoren knacken, das schaffe ich, dann gibt es eine Kettenreaktion, weil die Prismen explodieren, je nachdem, wie viel Beams da reingehen, dann explodieren die großen Reaktoren und so weiter. Aber ich greife es einfach mal an, machen wir den Laser an und wir gucken mal, was passiert, ja? So. Halbe Geschwindigkeit. Ich try hard so mal richtig, also sag, ich gehe da drauf. So. Jetzt feuert er die Nuklearraketen ab. Ich komme hier sogar... Ja. So, jetzt guckt euch an, was passiert.
ich habe ihn nicht mal ich habe ihn angekratzt. Und remember, wie viele Schildgeneratoren, und ich habe das schon so krass durchoptimiert. Und das war so, also weiß nicht, ich fand das echt frustrierend, weil ich habe halt an diesem Konzept Laserschiff festgehalten und ich wollte einen fetten Laser haben, weil ich fand das mega cool, so als Thema, wie so ein Todesstern. Und ich habe hier so viel rein investiert. Also schaut euch das mal an. Das sind 2,5 Millionen wert. Das ist ultra viel. Und wie kann das sein, dass ich hier 400 Leute auf dem Schiff habe und nicht gegen ein einzelnes gegnerisches Schiff ankomme? Weil die Idee bei mir war, jeglichen Schaden verhindern zu können. Also deswegen, ich habe das noch nicht direkt aufgegeben, ich habe dann hier auch so Metall vorgebaut. Ich habe probiert hier irgendwie, das ist das Problem bei diesen, die quasi dem Raster nicht linear folgen, sondern so quer gebaut sind. Ne? Also ich bin ja quasi nicht hier so geradlinig, vertikal und horizontal am Bauen, was die Ausrichtung des Schiffes angeht, sondern so schräg. Da ist halt einfach das Problem, man kann ja nichts gerade aussetzen. Und so eine Flakbatterie kann man dann nur schief setzen. Das heißt, sie feuert viel zu spät. Also, ne, wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann, ihr seht ja, die hat einen relativ schmalen Wirkbereich und feuert dann viel zu spät und schafft es gar nicht, in dieser schrägen Bauart, früh genug das Feuer auf so Nuklearraketen zu eröffnen, dass sie die wirklich auch killt, bevor die eintreffen. Das ist halt auch scheiße. Ne? Und deswegen habe ich dann schweren Herzens gesagt, yo, ich löse das Schiff komplett auf und habe gestern noch bis 12:30 dann wieder sehr viel Freude in dem Spiel gefunden, weil ich mal auf Railgun gegangen bin. Railgun ist also erstmal vorab, es ist das hässlichste Schiff auf Erden. Aber ich bin jetzt mal nur, weil ich so frustriert war ein bisschen, nur darauf gegangen, so scheiß auf Optik, nur auf Effizienz. Also, das ist das Schiff. Und ihr seht hier eine arschlange Railgun. Railgun funktioniert folgendermaßen. Das ist quasi eine Kanone, eine einzelne Kanone, ich habe zwei nebeneinander, die mit Energie versorgt wird an diesen Punkten hier. Ja, also man muss sie immer von Leuten mit Energie versorgen lassen. Und die schleudert so Geschosse, magnetisch angetriebene Projektile, die halt arsch viel Durchschlag haben und arsch viel singulären Schaden anrichten. Wie so eine Sniper quasi. Das heißt, hier hinten schieße ich einfach nur ganz normale Munition. Multimunition. Aber die werden hier so magnetisch beschleunigt und vorne rausgeballert. So, und das Ding ist bei so einer Railgun, umso länger man die baut, weil das hier ist so ein Beschleuniger, ein einzelner, das kann man also so viel wie das Raster hergibt, bauen. Und ich habe ganz unten angefangen und ihr wisst schon, was mein Ziel ist. Ich will das komplett bis oben durchbauen, weil umso länger das ist, ihr seht diese Prozentanzeige, 237% bei meinem Mauscursor, so viel mehr Damage mache ich. Und ich glaube, wenn man, genau, hier sieht man, wohin das gehen kann. Man kann bis zu 30 Beschleuniger platzieren und dann macht man 304% mehr Schaden. Und aber auch mehr Durchdringung und mehr Reichweite. Also, steht da ja. Erhöhung des Schadens, der Durchdringung, der Reichweite und der Projektilgeschwindigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich so, also das hat nochmal deutlich mehr Reichweite als der Laser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche einfach, den Gegner die ganze Zeit auf Abstand zu halten. Das heißt, ich habe arsch viel Düsen auch in die entgegengesetzte, also gegen die Flugbahn gebaut, damit ich die ganze Zeit, während ich kämpfe, den Gegner auf Distanz halte und die ganze Zeit zurückfliege.
Ich fliege die ganze Zeit vom Gegner weg und snipe den meanwhile komplett durchdringend das ganze Schiff. Wir haben jetzt hier ein Schiff, das hat den gleichen Wert. Empfohlen 216. Halbe Besatzung nötig und ich bin damit erfolgreicher. Ich finde es so krass, was das über Spiel aussagt, weil es kommt so krass auf ein Bild an. Und das ist jetzt sehr schnell gestern Nacht noch zusammengedraftet, damit ich das heute präsentieren kann. Das heißt, das ist jetzt noch gar nicht auf schön gemacht oder... Also, ihr seht hier auch überall Löcher, weil... Also, theoretisch, vielleicht damit es auch leichter ist, ne? Weil hier steht ja auch, wie viele Tonnen das wiegt. Ja, 4500 Tonnen. Man kann theoretisch hier alles wegmachen noch, ne? Also, das braucht es alles nicht. Die ganzen... Weil, ja, ich kann das auch mal schnell machen. So. Es funktioniert nämlich folgendermaßen. Das kann auch weg. Ich kann auch Spiegeln anmachen. Das kann weg. Nee, vielleicht nicht, weil dann kann man durch auf die andere Seite wechseln. Also, wir haben hier die Railgun in der Mitte, das ist das Zentrum des Ganzen. Und verteilt in etwa gleichen Abständen Reaktorkerne, wo direkt Besatzungsmitglieder angedockt sind, die lediglich nur die Jobpriorität haben, die Dinger zu laden. So. Dadurch, dass sie oft auch dann untätig sind und weil ich die wirklich sehr gütig besetzt habe, also es sind eigentlich sogar mehr, als man braucht, habe ich auch gesagt, ihr dürft auch die Schildgeneratoren versorgen. Also das wäre dann zum Beispiel, dass die hier oben ein bisschen supporten mal. Ja, und ich kann die gleichzeitig auch wirklich nutzen, direkt an den Schildgeneratoren. Ist dann eine Rolle 2 in 1. So, dann habe ich, also ne, ist klar, hier unten habe ich Lagerräume, die nur mit Munition gefüllt werden dürfen. Seht ihr hier? Ne? Dann habe ich hier rechts eine Munitionsfabrik mit einem Lager, wo nur Schwefel gelagert werden darf. Da produziere ich die ganze Zeit Munition nach. Gegenüberliegend auf der linken Seite habe ich so nötige Utility-Sachen. Das hier erhöht ja meine Sensorreichweite. Die hier ermöglichen mir hier Dings-Jump, Mobs-Geschwindigkeit. Und ansonsten habe ich hier quasi so Gehwege, weil das Schiff ist arschlang und das wird noch viel länger. Damit so die Standardbesatzung hier einfach viel trotzdem sich um alles Mögliche kümmern kann. So, dann vorne ist klar, Schildgeneratoren, allerdings nicht viele, wenn man das gerade mit dem Laserschiff vergleicht. Aber dafür halt 4 Flakbatterien, die wirklich eine Menge tatsächlich abfangen. Plus Disruptoren, die machen wenig Schaden, aber ultra viel Schaden gegen Schilde. Das heißt, die sind dafür da, Schilde zum Einbrechen, also dass sie Schilde nachgeben von Gegnern. Und sie können auch, wenn sie dann feindliche Systeme treffen, diese kurz schließen. An den Seiten auch Schildgeneratoren. Hier auch einfach einer, weil dann haben die haben auch eh nicht durchgehend was zu tun. Genau, und hier auf der mittleren Höhe haben wir einfach arsch viel Schubdüsen. Ihr seht hier auch noch sehr kleine. In meiner Planung, ich kann euch das mal reinladen, in meiner ursprünglichen Planung, Sniper, sieht das tatsächlich so aus. Also komplett bis nach vorne. Mehr geht tatsächlich nicht, weil so ein Beschleuniger würde hier dann, ne? Dazu noch 2 Railguns mit 336%. Also anscheinend geht sogar noch mehr als 304. Nur große Schubdüsen. Vor und zurück. Und das sogar auch 2-mal. Seitlich noch ein paar mehr Schildgeneratoren. Und that's it. Ne? Und das Geile ist, das dreht sich super schnell. Weil dann einfach nur eine Seite Gas gibt. Und dann curvt das instant rum. Und hier gibt es dann nur für seitlich nochmal ein bisschen Power. Aber ja, das ist so das Ziel. Da will ich hinkommen.
Realität sieht gerade halb so groß aus, ne? So, und jetzt zeige ich euch mal. Hoppala. Jetzt zeige ich euch mal. Genau, ich habe hier gerade. Hier wurde gerade eine. Genau, eine Station angegriffen, die habe ich gerettet. Dann sammeln wir nochmal Stuff. Und mein aktuelles Problem ist, ich habe sehr wenig Triestahl. Weil ich brauche Triestahl, um A, die dicken Düsen zu bauen. Das sind jetzt sehr gute Upgrades, die ich zeitnah mal. Ey, ramm mich mal nicht. Und die Railgun länger zu machen. Das braucht auch Triestahl. So. Das heißt, ich habe auch gar kein Begleitschiff mehr, sondern nur noch meine Basis hier. Da sind auch ordentlich Leute drin. Also ich habe theoretisch genug Leute, um ein zweites Schiff zu bauen, was dem hier immer hinterherfliegt und alle Ressourcen aufsaugt und mit Bergbaulasern alles absammelt. Ich wünsche mir tatsächlich, dass das die Basis irgendwie wäre, aber die ist viel zu träge, weil wenn ihr mal schaut, die... Wo stehen die Tonnen? Lok? Nee. Wo stehen hier die Tonnen? Oh, das ist so übereinander. Das ist ein bisschen ugly, ne? Ich weiß gar nicht. Also, das Ding ist halt auf Kante gebaut. Ja, das wiegt halt einfach arschviel. Dadurch ist es so träge. Ich habe hier schon große Düsen. Also, es fährt schon so seine 20 Sachen, glaube ich. Oder? Guck mal, jetzt dreht es sich schön. Zack. Ich reduziere mal die Geschwindigkeit, ne? Also, es bewegt sich schon. Aber es kann halt niemals mit einem normalen Schiff mithalten. Ja. Deswegen, ich glaube, so als hinterherziehende Basis, wo man dann einfach alle Ressourcen, die man gerade nicht braucht, drauf saved, ist es cool. Aber um dem hier wirklich zu folgen, sag ich mal, brauche ich ein schnelleres Schiff. So, da habe ich die Station gerade gerettet. Gibt einfach, also wie viel Geld ich für Missionen inzwischen kriege, ne? 150.000. So, dann nehme ich hier mal alles an. Da habe ich auch in der Zwischenzeit schon was abgeschlossen. Nochmal 80.000. So, jetzt kann ich hier nochmal Leute anheuern. Mache ich einfach mal, dass ich die auf dem Schiff habe. Schaden ja nicht. Geld genug habe ich auch. Ich kann die HE-Raketen verkaufen. Und jeglichen Triestahl würde ich gerne kaufen. Hat die Basis aber nicht. Ich kann ein bisschen Schwefel verkaufen. Ich kann Eisen und Kupfer verkaufen. Ja, that's it. So. Und jetzt wäre halt die Frage, ne? Achso, ich lass mal laufen. Genau, dann handelt mal alle. Schön. Ja, was hier lang fliegt. Guck mal, die sind halt... Also... Das ist auch ein Brummer, ne? Alter, wie der sich hier reindrückt. Ja. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jetzt ein Schiff. Meinetwegen nur einen Kasten. Welcher mir hinterherfliegt. Und nur Bergbaulaser hat. Ähnlich wie ich das schon mal hatte, ne? Theoretisch könnte ich die Basis hier auch umbauen. Könnte ich umbauen? Panzerung deutlich abbauen, ist deutlich leichter. Nur aus Lager bestehend. Die Waffen alle abbauen. Aber es ist so ein Klotz, ne? Es ist so ein Brummer. Wollen wir probieren, das? Guck mal, ich habe so viel Geld. Lass uns das doch probieren. Dann machen wir Folgendes. Wir sagen zu dem allen Ciao, Kakao. Achso. Oh Gott. Ciao. So. Dann sagen wir zu dem hier Ciao. Oh Gott. Hä? Das ist ja merkwürdig. Ich ziehe doch einen Kasten. Oh gut. Oh, warte mal. Nee. Hier oben sagen wir Ciao. So. Wie viel Tonnen? T-Doppelpunkt? Da ist keine Zahl. Oder? Hm. So. So schon mal. Dann... Das ist schon mal gut.
Dann würde ich hier die Pan... Also, genau, das hier kann weg. Nicht genügend Betten. Oh, okay, wait a minute. Hm, wie strukturieren wir das? Wir bauen... Guck mal, wenn das alles wegkommt, dann können doch da die Betten einfach hin. So? Habe ich Spiegel an? Ja, sehr gut. Machen wir so. So, dann... Ich mache jetzt einfach mal live so ein bisschen Progress mit euch. Ich glaube, das ist cool. So, dann kann das ja alles weg. Achso, sorry. So. Das Ding ist, ich soll Steuerung dabei drücken, aber wenn ich das mache, ist es irgendwie doppelt so groß auf einmal. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, ich ändere das hier mal auf das. So, das sieht gut aus. Yes. So. Dann baue ich da meinetwegen wieder Panzerung hin. Ist ja nicht schlimm. So. Passt. Gut, das ist alles ein bisschen useless, aber okay. Cool. So. Wahrscheinlich, ich meine, es sieht cool aus, aber es ist ineffizient. Also, es wird ja nie beschossen werden, oder? Warum ist hier zum Beispiel keine Panzerung hinter? Ist doch voll anfällig dadurch. Da machen wir mal Panzerung. Das verstehe ich nicht. So, hier auch. Und hier auch. So. Und hier oben auch. So. Wie schnell ist es jetzt? Ich hätte hier gerne nur wieder die Anzeige vom ausgewählten Schiff, weil dann sehe ich, wie schnell es ist. So, dann flieg einfach mal da hoch. Guck mal, das ist jetzt schon deutlich schlau, ne? 20 ml, 30, 40, 5. Ui. Alter. Okay. Reicht. Easy. Job done. Das ist ja geil. Und wenden? Er ist ein richtig dicker Brummer, ne? So, und jetzt pass mal auf. Jetzt bauen wir vorne einfach nur arsch viele Bergbaulaser, denke ich. Ein Reaktor, ein dicker. Wobei, es braucht nicht mal einen dicken, oder? So. Genau, und dann... Wo sind die hier wahrscheinlich, ne? Bergbaulaser. Machen wir so. So, so. Oh, falsche Richtung? Nee, ist richtig, ne? Oder? Ist doch richtig so, oder? Ja. Okay. Oh. Oh, ich sehe gerade, die können ja nur seitlich versorgt werden. Dann löschen wir den nochmal. Und setzen, glaube ich, rechts und links. Also erstmal mache ich noch mehr. Weil, wenn schon, denn schon. Ey, guck mal, die kosten ja auch nichts. Die kosten nur Stahl und Spulen. Die kosten wirklich nichts. So. Oh, jetzt krass hier dagegen. Ich frage mich, die Base ist ja so viel größer. Und das Raster ist ja limitiert. Das hier, die Base, übersteigt doch das Raster. Was ist, wenn ich die Base jetzt erober? Kann ich dann größere Schiffe doch noch bauen? Ich dachte hier, das wäre so ein bisschen das Limit quasi, weißt du? Aber kann gar nicht sein. Aber ich habe auf YouTube schon viel, viel größere Schiffe gesehen von Leuten. Können natürlich auch Mods sein. Okay, so. So, jetzt bauen wir hier weiter. Dann machen wir einfach rechts und links mittlere. Aber dann dauert es sehr lange, die mittleren zu versorgen. Wir könnten auch zwischen allen Lücken lassen. Like this. Und dann machen wir das doch so. Wait, ich habe eine Idee. Plan. Setzen wir einen noch, zwei noch nach vorne. Nee, einer reicht. Einen nach vorne reicht. So, dann setzen wir den da hin. Und jetzt machen wir hier... Oh. Das so. Und fertig. So, jetzt können wir hier noch. Da, wunderbar. Hier kann schon Panzerung hin. Wait a minute.
so? Und Seite dicht. Dicht. Achso. Dann einzelner. Fertig. Jetzt haben wir da heftige Beamer. Ach, ich habe hier blaue Dudes dabei. Warum? Hier können doch alle ruhig rot sein. Hier können ruhig alle rot sein. This is fine. Ja? This is fine. Ich finde es auch sehr schade, muss ich sagen, dass die Rollen immer nur... Ja, da könnt ihr mir vielleicht noch helfen. Ich habe den Eindruck, dass die nur für das Schiff immer gespeichert werden. Also, weil wenn ich mir hier das angucke, da habe ich jetzt andere Rollen. Da habe ich den Ladeschützen. Und ich hätte gerne, dass ich hier global die immer wieder importieren kann. Weil da muss ich ja immer wieder die Rollen neu anlegen für jedes Schiff. Aber ich wette, es gibt irgendeine Option oder so, die ich noch nicht gefunden habe. Okay. So, dann muss ich den Arsch noch safer machen. Ja, ja. War lustig, ne? So. Ich glaube, das ist fein, oder? Vielleicht nochmal. So. Und dann ist das schon eine runde Sache, oder? Jetzt sieht das ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Ich meine, man muss ja bedenken, das Schiff wird keine, wird hopefully nicht in Kampfhandlungen verwickelt werden. Und wenn, dann hat es gut Panzerung, um ein paar Sachen wegzustecken. Kommt drauf an, an welcher Stelle, aber ja. Okay, dann hole ich das mal ab. Dann hole ich das mal ab. Ja, geil, jetzt kann ich da richtig Bergbaulaser. Das ist übrigens der Stichling. Er ist so hässlich. Ich muss... Ich war halt so frustriert. Alter. Stimmt, den hatte ich auch weggemacht. Ich war so frustriert, gameplay-technisch, dass ich echt erstmal nur was Effizientes bauen musste. Und das Ding ist effizient. Das ist richtig geil. Und ich frage mich, wenn da nochmal 100% Damage mehr draufkommt und nochmal doppelt so viel Rayguns. Mashallah. Das Game macht einfach so Bock. Ey, und wäre ich Daily Streamer? Den haben sie zerschossen, ne? Aber da sind noch Leute drin. Wäre ich Daily Streamer? Oh, was ist das alles? Dann, würde ich Maxim so zulabern, dass wir ein Koop-Let's Play machen. Aha! So, den greifen wir mal an. Und ich zeige euch mal, wie das geht, ja? Pass mal auf. Ja, alle wieder an Bord. Komm, alle wieder schnell an Bord jetzt. Ich bin eh schneller. Oh, die treffen aufeinander. Geil. Dann snipe ich den einfach nur in den Ass. So, Abfahrt. Jetzt pass mal auf. Oh. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Naja. Fighten die gegeneinander? Der bleibt stehen. Naja, dann mache ich den Solo. Okay. Ich fliege gerade langsamer, glaube ich, weil ich das Ding hier mitschlepp, oder? So. Oder ist das mein Max-Tempo? Krass. Rückwärts ist es schneller, oder? 60 ms? Okay. Ja, ich bin gerade dabei, jede einzelne Düse noch zu upgraden, ne? Anscheinend fliegt er mir echt davon. Warte mal. Können wir jetzt in der Zwischenzeit eigentlich schon machen? Wir haben ja Tristahl an Bord. Hier. Fette Düse. Oh. Nee, Bauplan abbrechen. Ja, so. Die Dicken haben wir da. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Machen wir hier. Ja, da hört es halt schon auf. Also, zwei Stück konnte ich bauen. Gut. Was macht das tempotechnisch aus, sobald die versorgt sind? Achso, muss ich die Tür noch löschen? Gut. Ja, nochmal 5, 6, 7, 8 ms mehr. Krass. Wenn man überlegt, wie viele große Düsen ich da noch bauen kann. Ja, der fliegt mir jetzt ein bisschen weg. Oh ne, der dreht bei. Oh, warte mal. Fliegt er in den anderen jetzt rein? Das wäre toll.
großartig? Nee, ich glaube nicht. Der fliegt wieder weg. Okay. So, dann greife ich den einfach mal an. Ich speichere mal sicherheitshalber. Spandau 2. So, dann seht ihr das Ding auch mal in Action. Bei den Railguns ist es übrigens so, ist ein bisschen knifflig mit dem Aiming. Weil, anders als beim Laser, hier vorne ist ja kein Prisma, was da irgendwie einen Radius hat. Die haben eine schnurgerade Angriffslinie. Das heißt, wenn ich jetzt bei dem Gegner was markiere, also wenn man richtig tryhardet, markiert man eine Sache, die man beschießen will, übernimmt dann die Steuerung manuell und wippt so seitlich. Ja, dass das Schiff so wackelt. Weil sobald der Zeitpunkt richtig ist, dass quasi diese gerade Linie, die von der Railgun gedacht ausgeht, genau über dem markierten Ziel ist, ballert das. Aber wenn man die Steuerung automatisch dem Ding überlässt, da ist ja, ne, wenn ich einen Gegner rechtsklick, ist das Schiff ja nur darauf konzentriert, mittig zu stehen. Und wenn dann beispielsweise beim Gegner nicht genau hier markiert ist, dass die Railguns angreifen sollen, sondern beispielsweise hier ein Reaktor oder so, dann schießen die einfach nicht. Weil die auch genau in der Mitte nur sind. Das heißt, ich habe die gerade einfach auf Auto feuern, right? Boah, ich habe die Hotkeys hier halt anders als zu Hause. Scheiße. Ja, gute Frage. Eigentlich auf der 1? Naja, egal. Hol ich den ein jetzt? Nee, aber bald dreht er bei. Die halten ja immer ein bisschen inne. Oh, was hier? Kopfgeld, normales. Ja, jetzt. Pass auf. Okay. Es gibt ein Gegnerschiff in diesem Sonnensystem. Also ein Typ vom Gegnerschiff mit so einem Traktorstrahl. Gegen die habe ich ein bisschen Probleme. So, jetzt gegen. Und es ist das sogar mit 4 Traktorstrahlen. Aber ihr seht, Auto feuern. Jetzt rückwärts. Zieh. Ich baller da schon übel rein. Und das Geile ist, er hat gerade ein paar EMP-Raketen abgeschossen. Die habe ich easy weggesteckt. Und jetzt fliege ich ihm. Ne, ein paar wurden abgeballert. Jetzt habe ich das Problem, dass er Düsen getroffen hat mit den EMP-Raketen. Aber guck mal, der ist schon fast Schrott. Die durchdringen so viel Panzerung. Machen wir mal Folgendes. Ich mache mal manuell. Oh, scheiße. Ja, das war jetzt mein Bad. Ich hab... Also, ist gerade, glaube ich, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich habe zu Hause andere Hotkeys. Deswegen habe ich jetzt aus Versehen die Zeit verschnellert und es ist nicht das passiert, was ich wollte. Okay, aber ihr habt es gesehen. Das war jetzt ein ungünstiges Beispiel, weil es wirklich das eine gegnerische Schiffbeispiel, was sehr gut gebaut ist gegen meine Taktik, weil sowohl die EMP-Raketen hier außen meine Düsen treffen können, als auch es Traktorstrahle benutzt. Aber ich glaube, wenn ich hier alle Düsen ausgebessert habe, dann fliege ich dem trotzdem davon. Dann helfen auch 4 Traktorstrahle nicht. So, der kann schon mal entgegenkommen. Und dann würde ich jetzt Folgendes machen. Oh, schieb aber bitte nicht wieder das Ding vor dir her, Dicker. Ja. Ich würde dem hinterher fliegen. Hä? Warum geht das nicht? Rechtsklick. Dann so. Aber ich kann nur einfach... Ah, jetzt. Okay, der fliegt dem einfach hinterher. Top. Und wir fliegen jetzt zu einem Asteroidenfeld. Und ich ernte ganz viel Tristahl. Bist du jetzt reingeflogen? Digi. Alter, das ist ja fast genauso groß. Nur hat mehr Masse. Okay. Das heißt, hier ist eine Piratenbase. Da fliege ich mal ein bisschen weiter drumherum. Wobei, sollte klar gehen. Genau, und dann baue ich hier auf Spandau, habe ich es hier genannt, weil das ja einfach nur dann macht, baue ich einfach Tristahlfabriken. Das heißt, ich ernte jetzt roh
Tristahl, verarbeite das direkt zu Tristahlplatten und baue dann das Schiff hier länger und heftiger und alles. Aber ihr habt eben schon den Schaden gesehen, oder? Wie easy ich da die Panzerung durchdrungen habe. Ja, das wieder, das ist sehr ähnlich. Junge, wie viel? Alter. Das ist halt so, also ich finde es so geil, wie die Schiffe. Dicker. Junge, du kannst doch nicht fahren. Oh, was liegt denn hier? Wait a minute. Oh, und das ist, okay. So, du machst das mal sauber. Hey, hier ist überall Schrott. Stimmt, die habe ich alle zerballert. I remember. Okay, dann machen wir den jetzt weg. Sicherheitshalber vorher speichern. Ah, es gibt einen Speicher-Hotkey. Warte. Den merke ich mir jetzt mal. Habt ihr mir schon letztes Mal gesagt. Automatisch speichern. Nee. Steuerung. Spiel. Oder allgemein. Allgemein wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ja, finde ich das jetzt. Hier speichern. Steuerung. Shift S und L. Für speichern und laden. Okay. Also Steuerung Shift L. S. Ah, ruf das direkt auf. Das ist cool. So. Also ich lasse jetzt einfach Auto ballern. Aim dann nicht an. Und der wird jetzt einfach zerfetzt. Ah, der schon wieder. Ja, okay. Jetzt habe ich doch geaimt. Okay, die Schilde. Vielleicht gehe ich eher. Ja. Nee, den schaffe ich nicht. Den knacke ich nicht. Vielleicht. Nee. Wir gehen auf den einfach. Schön. Oder wir löten einfach da rein. Ja. Ein Schild. Knacken wäre super. Schaffe ich nicht. Aber ihr seht's, ich halte ihn auf Abstand. Das ist richtig geil. Das Problem ist nur. Spandau kommt jetzt in Reichweite. ich muss brauchen ein neues Target. Vielleicht buddel ich mich in der Seite vor. Oh. Oh. Da mischt sich wer ein. Jawohl. Boom. Und der nächste. Ist einfach der übelste Sniper, ne? Also, ihr seht, die kommen nicht an mich ran. Manchmal fehlt mir aber noch der Schaden, um deren Schilde zu durchdringen. Ich meine, ich habe ja hier diese Disruptoren, aber die haben halt keine Reichweite, ne? Ja. Also sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall, weil das Ding ist mit dem anderen, mit dem Laserschiff, muss ich vor jeder Konfrontation eigentlich zu 80% damit rechnen, dass ich die nicht überlebe. Und es hatte halt den gleichen Wert wie das. So, wir saugen hier mal alles auf. Genau, ich kann schon mal hier Felder für Tristahl ausfindig machen. So. Ah, ich hätte noch mehr Leute rekrutieren können. Scheiße. Das ist so geil. Ich hätte gern so eins. Das ist echt das Heftigste. Aber tatsächlich für mein Schiff das Anfälligste, weil ich kann hier einfach reinballern. Das sind nur zwei Schilde, die recht dünn sind. Und dann baller ich hier genau mittig in so ein Prisma und alles explodiert. So. Guck mal, da liegen auch noch Überreste. Alter. Markiere ich mal. So. Au war Gold, ne? Das ist Worth. Dann da ist was. Geil. Machen wir ein bisschen schneller. Ja, nö. Nicht so. Schwefel könnte man ein bisschen mitnehmen. Oh, da liegt auch noch was.
Ich habe hier das das Asteroidenfeld geklärt, das weiß ich noch. War auch eine Quest. Nö, okay, nur das. Na gut. Ich könnte theoretisch danach zum nächsten fliegen. Aber was ich mache ist, in der Zwischenzeit fliege ich zurück, lade richtig viele Leute auf, so viel wie geht. Oder habe ich schon? Ich habe schon. Die kann ich hier abgeben. Top. Crew entsenden. Hä, was liegen hier für Einzelteilungen? So. Da baller ich jetzt 69 rüber. Mehr kann das auch gar nicht fassen. Okay. So, dann. Ach, lol, ich kann das ja auch ein bisschen ausrichten. Ne? Stimmt. Hat ja Laser. So, aber ich rekrutiere trotzdem mal nach. Oh. Ja, das ist nicht schlimm. Die kommen alle hierher. Was habe ich hier eingestellt, was genommen werden soll? Alles. Ah, okay. Ich habe gar nicht mehr Platz. Ist alles voll mit Stahl. Upsi. Ja gut, den Stahl muss ich dann verkaufen. Dann rekrutiere ich mal nach. Habe ja noch Kopfgeld. Geil. Zack. Sehr viel Munition. Aber ist okay. Hier habe ich auch sehr viel. Das kann weg. Das kann alles weg. So, und hier tatsächlich. I mean, ich könnte noch mehr. Das kann man noch besser alles nutzen, glaube ich. Also an sich brauche ich ja eigentlich nur eine Bahn hin und zurück. Das ist tatsächlich noch standardmäßig. Es ist alles sehr weit. Muss gar nicht so weit sein. Das heißt, ich kann das Platz optimieren. Auch hier kann ich theoretisch das zumindest so machen. So. Das machen wir überall. Ah, hier nicht, ne? Nee. Aber hier noch. So. Dann. Nee, ist okay. Ist okay. Warum sind die eigentlich nicht durchgehend? Das checke ich auch nicht ganz. Aber wir gucken jetzt erstmal nach Lagerplatz. Ich habe überlegt, ob hier eine Luke reicht. Aber hin und zurück schon geil, dann ist alles nochmal schneller. Nee, okay. So. Perfekt. Okay, aber immerhin. Immerhin. Ideal ist anders, ne? Aber ist okay, ist okay. Dann machen wir das hier unten auch nochmal. So. Hier bin ich halt so angreifbar, aber egal. Da habe ich sogar ein bisschen geupgradet, okay. So, hier ist jetzt, genau. Schön. I mean, immerhin ein bisschen. Theoretisch kann ich das auch so machen, wie ein Jungs. Ne? Ja, ja, ja. Wen juckt es, dass da nicht durchgehen beide Bänder? Ist ja egal. So, pass mal auf. So, dann machen wir das hier bitte nochmal ordentlich. Die gehen ja beide in eine Richtung. Ach so. Spiegeln aus. So. Genau. Und so. Top. So, und hier, also was sollen die Lücken, Leute? Ah, da hätte ich spiegeln wieder an. Naja. Oh. So. Ja, jetzt wird ein Schuh drauf. Ich brauche das immer sehr ordentlich, ne? Ist so. Übrigens, ich find's geil. So meine ganze Steam, all meines, also ich entdecke mal diese Spiele und dann nach und nach
sehe ich, wie meine Steam-Freunde das so holen, die Spiele. War bei Brotato so, war hier so. Ist echt cool. Ja, ich glaube, den Rest, das mache ich so nochmal privat. Was braucht ihr mir jetzt nicht zugucken, wie ich hier die Dinge optimiere? Aber die. Nee, wait, hier ist das anders. Ach, ich habe die hier noch gar nicht nach außen gesetzt. Ja, das kann ich doch gespiegelt machen. Da würde ich sogar noch mehr gehen. Na? So. Und dahin auch. Das bleibt. So. Das sieht gut aus. Schade. Aber so. Oh, perfekt. Geil. Clean. Sehr gut. Jetzt haben wir deutlich mehr Lagerraum. Top. Genau. Dann sammeln wir hier mal alles ein. Top. Ja, super. Jetzt kann ich nochmal deutlich mehr fassen. Super. Dann. Du kommst wieder. Und du erntest hier mal, ja? So, genau. Erstmal die Scheiße. Ah, vielleicht kein Stahl mehr. Davon haben wir jetzt wirklich genug. Ja. So. Okay, das heißt, hier wird alles fleißig abgebaut. Alles, was kein Stahl ist. Oh, da sind viele Tristahlplatten. Geil. Nice. So, dann, da war Tristahl. Das sieht auch heftig aus. Alter, das kenne ich noch gar nicht. Mann, die sind alle so cool designt. Also ich glaube, es machen auch viel die Farben. Da kann ich halt auch noch viel machen. Das sieht auch cool aus. Na gut. So. Oh! Alter, er hat einfach den weggerammt. Den, den Broggen. So. Top. Jetzt brauche ich halt eine Fabrik. Pass mal auf. Stimmt. Ich brauche Platz für Fabriken. Also, Tristahl. Mein Dream ist, dass die alle... ich kann das hier auch noch nach hinten machen. Das kann ich ja noch mehr in die... Ja, dann kann ich hier so Fabriken machen. Mein Dream ist, dass das Schiff hier dann auch richtig viel Fabriken hat. Okay, wir machen Spiegeln aus. Und dann machen wir einfach mal hier so hin. Fertig. Das reicht mir erstmal. Dann können wir die Sachen nach hinten setzen. Ja, das auch. So. Und hier noch hin und zurück machen. So. Oder meinetwegen machen wir hier noch ein bisschen Gerüst hin. Zack. Top. Gut. Passt. Genau. Und ihr befüllt das jetzt schön. Geil. Und da wird produziert. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Wie viel Tristahl habe ich denn jetzt? 69. Ja, pass auf. Das reicht ja, dass ich hier mal alle Düsen upgrade. Vielleicht. Nee. Okay. Eine braucht 10. Okay, also 6 Stück. So. Dann vielleicht entgegengesetzt Richtung. Auch nochmal. Ich hab Spiegel nicht an. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viele platzieren konnte. So. Fertig. Top. Das ist schon deutlich besser. Jetzt haben wir deutlich mehr Tempo mit dem Ding. So, und dann rauschen wir mal zum nächsten Asteroidenfeld, wa? Jo, geil. Junge, das sind zwei so fette Brummer, ne? Ja, vielleicht sollte der andere vorfahren. Fahren vor allem. Ach so, ich konnte dem nicht followen, weil der andere dem schon... Ah, die haben... Mh. Ja, macht Sinn. Dass sie sich nicht gegenseitig folgen können. So, hier müssen ja mehrere Gegner sein. Ich lass dich mal draußen. Du kannst bei der Station warten. 3! Ach du Scheiße. Ah gut, sollte machbar sein mit dem Ding. So. Oh, ich bin gut.
Top. Schön gesaved mit Hotkey. So, rein. Oh, wenn ich da jetzt in Arschballer war, ist das aber sofort. Junge, davon habe ich geredet. Es ist ja nur geil. Alter, nächster. Die wissen nicht mal, dass ich da bin. Wie eine fette Sniper. Geil. Also wenn ich nicht frontal die abschieße, immer Instant Kill. Wenn ich diese auf kalten Fuß erwische, immer Instant Kill. Ich muss ja nur aufpassen mit den Asteroiden. Oh, der fightet. Ja, dann Pech gehabt. Ne, schieß mal auf. Ich würde gerne die Eingabe widerrufen. Ja, vielleicht hier so drauf oder da so. Und schieß. Schieß. Puh. Was ist der Asteroid davor? Oh, den hat's zerfetzt. Ist die Frage, was macht der andere? Oh. Das war der, krass. Trevor? Ja, hier habe ich jetzt wieder die Schwierigkeit, dass ich den nicht geknackt krieg, ne? Vielleicht die Düsen erstmal wegmachen? Oh. Guck mal, aber ich halte den so easy auf Abstand. Ja, das ist jetzt das Problem. Das ist das Problem, von dem ich vorhin sprach. Ich meine, wenn sie könnten, würden sie darauf schießen. Oh. Aber... Oh. So, und deswegen Steuerung D. Ich übernehme die manuelle Steuerung. Und jetzt mache ich halbes Tempo, Vierteltempo und versuche ein bisschen... da drauf. Und dann, jetzt swipe ich ganz leicht nach rechts und links. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon außer Reichweite. Right? Da, hier fällt mir die Steuerung noch schwer. Oh, okay. Ach, auf Rechtsklick schießt er? Oder wie? Ja, da muss ich mir vielleicht nochmal... Okay, ein bisschen weiter nach links. Mhm. Also man kann auch das wunderbar manuell machen. Ja, das ist gut. Nee, so. Ja, okay. Also an sich läuft so ab. So habe ich das, ich habe mir dazu ein Tutorial-Gameplay-Video angeguckt. Du wählst die Waffen aus. Nee. Die? Die mache ich mir beispielsweise auf Steuerung 5. Dann sage ich, Feuer nur aufs Ziel, genau. Dann markiere ich das Ziel, beispielsweise. Mein Gedanke ist, so muss ich nur durch ein Schild trifft perspektivisch den Reaktor oder den äußeren Schildgenerator. So, wenn man das gemacht hat, können wir es generell mal laufen lassen, dann schießt er gar nicht mehr. Weil er ja automatisch auf den Gegner mittig ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt aber die Steuerung selber übernehme und jetzt ein bisschen swipe nach links und rechts, dann müsste er eigentlich automatisch schießen. Vielleicht wurde aber jetzt auch mein Ziel aufgehoben. Ja, ja, aha, okay. Klappt das jetzt?
Ah, wait, 5. So, jetzt, oder? Okay. Es ist... klappt nicht. Vielleicht bin ich nicht in Reichweite? Muss ich ihn ein bisschen mehr kommen lassen? Nee. Muss ich rechtsklicken? Ah, ich muss rechtsklicken. Ja! Ich muss... aber kann ich nicht auch hier rechtsklicken? Nee. Okay. Ich glaube, hier kann ich das auch noch ein bisschen... Oh, der war gut. Der war gut. Der war auch sehr gut. Vortrefflich. Der war lecker. Oh, was ist denn jetzt los? Treffer? Oh ja. Also ihr seht ein bisschen mein Problem, ne? Aber ich glaube, das ist mechanically einfach ein Problem. Ich würde den jetzt wieder automatisch... Vielleicht kann ich auch einfach sagen... dass er halt... Also vielleicht kann ich auch sagen... Wenn ich generell sage, so Rechtsklick auf den Gegner, dass er sich einen anderen Mittelpunkt sucht. Ne? Das, aber ich meine, was ich auch machen kann, ich kann mir nochmal angucken... Schiffsteuerung fortgeschritten. So, in der linken unteren Ecke gibt es mehrere Befehle, die dir eine bessere Kontrolle über dein Schiff geben. M erlaubt es dir, an einen bestimmten Ort zu gehen oder ein Schiff zu folgen. Angreifen erlaubt es fast jedes Schiff anzugreifen. Halt, genau, drehen, die kenne ich alle. So. Dann Kampftaktiken. Ja, nee, das war, das sagt mir, ja. Hier, dein Schiff fliegen, vielleicht? Nee. Na, also hier gibt es jetzt leider nichts zu dem Thema. Aber tatsächlich gibt es auf YouTube was zu sowas. Also gerade wenn es darum geht, tatsächlich diese Railguns gut zu steuern. Aber wir können Folgendes machen. Oder gibt es hier eine Option? Drehen? Drehen? Nee. Was ist denn? Doch. Drehen? So. Aha! Ah! Geil. Okay, Problem. Also, ne? Mit R dreht man das Schiff einfach auf der Stelle. Aber wenn ich das während einer Angriffssituation mache, dann sehe ich sogar auch die beiden Railgun-Rohre. Und dann passt das. Geil. Problem solved. Alter, wie ich ihn zerballert habe, Ehre. Okay. Dann ist jetzt auch die womögliche Schwäche des Schiffs ausgebügelt. Geil. So, komm, hol dir Schnapper. Hier, ja, feini. So, jetzt alles aufsaugen. Schön, Triestahl. Plus 8. Sehr gut. Toll. Hier können wir auch mal gucken. Kaufen, verkaufen. Sind witzigerweise so von... Also sehen schon ähnlich aus. Junge, am liebsten hätte ich ja das Ding als Basis. Das sieht ja so viel geiler aus, ne? Na gut. Ich habe mir eh überlegt. Ah ja, sehr gut. Oh, ich habe schon die maximale, den maximalen Ruhm. Ah ne, nur in Bezug auf die Quest. Ja, okay, vielleicht kann man noch mehr rausholen. Soll ich eine Station retten? Das gibt sogar noch Ruhm. Okay.
Pass auf. Habt ihr Triestahl? Null. Aber ich glaube, es gab eine Basis. Ich glaube, hier oben die. Oder, nee, ich glaube, die. Die hatte einfach alles. Wobei, nee, bei der war ich vorhin, ne? Oder war ich bei der? Okay, anyway. Du folgst dem und du fliegst los. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt mal Fraktionskriege eingehe, langsam. Und dass ich tatsächlich mich mit dieser Centauri-Fraktion anlege, weil ich finde, die haben die geilsten Schiffe. Und dann kapere ich mir die, weißt du? Und auch deren Station. Da habe ich mega Bock drauf. So, wir sollen jetzt hier die Citributus-Station retten. Das machen wir. Spandau folgt. Kann ich eigentlich MS Spandau nennen, oder? Machen wir den weg? Ja, komm. On site. Du bleibst mal hier. Und du gehst ehrenlos drauf. So, wir haben ja gelernt. Wie machen wir es? Also, Reaktor. Ausrichten. Und schieß. Sobald du kannst. Oh, ich hatte leider Tempo erhöht. Und nochmal? Okay. Der hat jetzt halt kaum Antrieb, ne? So. Oh, hier ist ein Verbündetes oder potenziell Verbündetes. Ja, jetzt komme ich halt nicht durch, ne? Aber wir chillen jetzt einfach. Das Ding ist, ich verbrauche halt kaum Munition und ich kann das so lang machen, wie ich will. Weil ich habe so viel Schwefel auf Lager. Also, der wird sich halt... Aha, jetzt fighten die ein bisschen. Geil, der hat auch einen. Der hat sogar... Guck, wie kurz seine sind. Er hat voll die kurzen, Maschallah. So, aber ich habe mich gleich durchgebuddelt. Einfach durchgedickt. Geil. Ihr seht, es ist jetzt geileres Gameplay. Macht mich glücklicher. Ich glaube, jeder muss halt seinen Spielstil finden. Und man kann ja in diesem Spiel super kreativ sein. Also ich hatte ja jetzt nur die fixe Idee, dass ich halt genauso viel Düsen in die andere Richtung auch montiere. Und mal gucken, ob ich auf Max-Range gehen kann. Geil, oder? Oh, die Laser, die rasieren. Geil. By the way, ich könnte hier noch ein paar Uzi bauen, oder? Fangen wir mal ein bisschen ran. Schön manuell, behutsam. Ja. Yep. Up. Actually hätte ich das gerade übernehmen können. Ja, nee, das war fast komplett zerlegt. Okay, dann nicht. So. Das speeden wir mal ab. Der zersäbelt hier alles. Geil. Stahl lassen wir liegen. Top. Nuklearraketen einpacken, ist ja klar. Geil. Alle wieder an Bord und Abflug. Dann schauen wir mal. Worauf ich auch Bock hätte, wenn ich richtig viel Cash habe und alle Ressourcen. Also das Problem ist ja, ich habe ja genug Cash, aber die Station haben teilweise nicht die nötigen Ressourcen. Aber wenn ich irgendwann mal alle möglichen Ressourcen habe, dann will ich wirklich mehrere geile, total unterschiedliche Schiffe bauen. Zum Beispiel, ich hätte richtig Bock auf eins, was ultra schnell ist, super viele Traktorstrahle hat, also den Gegner so ransaugt und einfach ultra viele Deckkanonen, die instant den Gegner komplett zerschreddern. Da habe ich Bock drauf. So. Hier haben wir jetzt die Situation, hier wird die Station angegriffen. Und die können wir retten. Der ist so heftig, der Brummer. So. 4. Ach du Scheiße. Okay, du bleibst hier. Ja, dann gucken wir mal. Ist das eigentlich... Ja, doch. So. 4 Stück. Krass. Ey, wenn die alle auf dem Niveau sind, so Level 13 oder so. Oh ja. Wer ist er denn? Das ist vorne. 2 Railguns.
seitlich EMP-Raketenwerfer, was auch eine Idee wäre, und vorne Raketenabwehr. Okay, ich baller dem einfach volle Röhre hier rein. Und richte auch das alles so aus. Dann. Oh, der hat mich gesehen. Oh shit! Okay, warte mal. Wie machen wir das? Die wehren tatsächlich die Railguns ab. Das Ding ist, wenn ich eine Railgun kaputt kriege, gibt es so eine Kettenreaktion rein. Jawohl. Oh, das hat geklatscht. Hey, was macht der? Oh! Alter, zerlegt! Junge. Komplett zerlegt. Ey, aber da ist viel vorne wichtiges heile geblieben, oder? Die ganzen Schildgeneratoren. Theoretisch könnte ich mir das snacken. So. Dann jetzt... Jo, der ist ja easy. Schießen ab. Oh mein Gott, ist ja fast Schrott. Alter, der hängt ja nur noch am seidenen Faden. Eieieiei. So. Du gehst da rein, oder? Oder da rein? Ja. Aha. Dann vielleicht darauf. Treffer. Schön auf den Maschinenraum. Jawohl. Dann würde ich sagen auf den Reaktor. Fresse ich mich da rein? Okay, er dreht sich ein bisschen awkward. Ja, so ist er tot. Ciao. Oh, andere Seite lebt noch. Na gut. Oh. Was ist denn da los? Hallo, baut ihr Scheiße? Was ist los? Was ist hier los? Warum keine Energie? Gib ihm Energie. Geht doch. So, mach den bitte... Oh, mach den bitte weg. Ciao. Da ist jetzt auch noch viel Heile. Aber man kann leider irgendwie nur in einen Teil rein. So. Oh Gott, überlebt er das? Es war auf jeden Fall ein kleiner Rest, der da noch vom Gegner am Start war. Das war schon... Der Xerxes war schon der krasseste. Xerxes sieht arschgeil aus. So. Ran an die Buletten. Oh Gott. Er dreht sich gerade so, dass er angreifbar ist. Nee, doch nicht. Ja, aber das ist echt ein kleines Scheißding. Das wird nichts reißen. Ja, mach weg. Mach einfach weg. Komm, mach Ende. Hallo? Der lebt noch. Servus. So, kannst rankommen, Jacqueline. Junge, Junge, Junge. Oh, der brennt richtig ab. Dann schnell Quest abholen, bevor der jetzt abbrennt. Das gibt nochmal richtig Ruhm. Geil. So, alle Quests annehmen. Das haben wir auch erledigt. Gibt auch nochmal Ruhm. Fraktionskonflikt. Erkundung. Machen wir auch. So, dann heuern wir mal alle Leute an. Kaufen Triestahl, falls da. Nee. Hm. Alter, wie viel Munition habe ich? Alter. Gut. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob der sich repariert. Weil du... Das verliert der hier alles auch noch. Der brennt komplett ab. Guck dir das an. Das sind quasi... Ja, die drei Teile hängen zusammen. Aber hier kommt er nicht mehr hin. Oh! Ah, ne. Ist jetzt nur Außenansicht. Ja, geil, da gibt es richtig viele Ressourcen. So. Übernehme ich den. Den fand ich schon geil vom Design her. Gerade auch, weil der auch eine Railgun hat. Aber... Also, ich bin ehrlich. Oh, geh. Ich glaube... Und EMP-Raketen brauche ich.
Ich bin early. Ich glaube, ich baue jetzt da mein Railgun-Schiff erstmal fertig. In Bezug auf Funktionalität. Und wenn das dann ist, dann kümmere ich mich darum, dass es nicht aussieht wie ein ganz weirdes Geschlechtsteil. Ne? Das ist der Plan. So, aber raff dich doch mal. Was ist, wenn ich das jetzt angreife und übernehme? Habe ich dann ein größeres potenzielles Bauraster? Weil offensichtlich kann ich ja gerade kein größeres Schiff als das hier bauen. Kann aber auch sein, dass sich das erhöht mit jedem schwierigeren Sonnensystem. I don't know. Aber müsste ich mal researchen. Ne? Gut. Okay. Also ich bin schon sehr zufrieden, wie hier MS Spandau geworden ist. Wofür steht eigentlich MS? Aber so heißen doch immer die richtig dicken Dampfer. Da steht, by the way, auch immer, wenn man so ein Schiff oder eine Raumstation oder so übernimmt und dann umbenennt, steht hier immer, von wem das entworfen wurde. Also anscheinend haben die haben ja eine sehr lange Early Access Phase hinter sich. Anscheinend haben die wirklich da auch viel von Community irgendwie dann vielleicht verwendet oder so. Ich finde halt geil, wie der einfach alles aufsaugt, das Ding. Und was hier auch los ist an Leuten. Geil, einfach geil. So habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Hier kann ich übrigens noch mehr Besatzung reinbauen. Bei der soll instant alles aufsaugen. Also so richtig fürchterlich instant. Versteht ihr? So, den machen wir weg. Zack. Die hier oben können wir eigentlich auch wegmachen. Nicht, dass die mich nachher noch irritieren. Zack. Was war hier? Hotkey? Steuerung M. No, no, no. So, aber ich wollte gucken, wo der hier liegt. Den habe ich da auch richtig zerfetzt. Oh, da rast mir einer rein, oder? Nee. So, da. Dann einmal wenden. Schön. Einfach in zwei Teilen, ne? Aber es ist immer bei diesem Xerxes so. So heißt das Schiffmodell. Da ist immer alles in zwei Teile. Also, wenn ich mit dem fertig bin, liegt der immer in zwei Teile brach. Das ist richtig heftig. So, wie ist denn hier die Lage? Zwei Triestall. Ist doch scheiße. Ja gut, ist jetzt alles auf dem anderen Schiff, schon klar. Aber vielleicht kann man eine Ladung rein? Nee, der hat gar keinen im Angebot. Und ich kann ihn auch nicht verkaufen. Es gibt manchmal so Stationen, da kann man nicht alles verkaufen. Überschuss verkaufen. Ich kann Überschuss festlegen. Ah, bei den zugewiesenen Lagerkacheln. Ja, wait a minute. Okay, interesting. Das heißt, ich könnte hier die ganze Munition verkaufen. Aber das Problem ist ja, die produzieren das nach, oder? Oder? Ich probiere es mal aus. Dann verkaufe ich jetzt mal den Überschuss. Aha. Das machen wir rückgängig. So. Aber das ist ja... Nee, das machen wir auch rückgängig. Okay, aber in Bezug auf Munition war das jetzt praktisch. Okay, das Ding ist, bei den Ressourcen habe ich alle nicht zugewiesen, ne? Aber theoretisch sammeln die doch jetzt wahrscheinlich das hier alles weg, oder? Ja, aber was machen die hier gerade? Ach, die laden nur nach, oder? Also der ganze Kram müsste jetzt abtransportiert werden, oder? Nicht das hier hinten. Ja, 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 sehr gut. Sind zwar nur Peanuts, aber... So, jetzt die Frage, produzieren die jetzt nach? Nein, oder? Weil wenn jetzt... Aber dann würden die schon die ganze Zeit produzieren. Also, I mean, ich habe ja nur diese Lager... Ja, ja, ja. Ah, hier oben noch vielleicht. Genau. Das ist auch wichtig. Damit die auch ballern können. True, true. Schön. Dann leg da mal ein paar hin. Ja, 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 räum da mal um. Sehr gut. Okay, du bist fertig. Fertig gestaubsaugt. Dann kommen wir hier unten hin. Theoretisch kann er hier nochmal alles aufsammeln. Toll. So, und du, wer will hier aufs Maul? Niemand? Gut. Oh, doch. Nee, doch nicht. So, dann saugen wir hier nochmal alles auf, was wertvoll ist.
Ich bin immer sehr gespannt, wenn ich so ins nächste Sonnensystem gehe, was da für geile Schiffe auf mich warten. Weil ich finde es auch geil, die dann immer zu übernehmen. Ich meine, ich habe gerade nicht die Ressourcen und nicht den Fokus, weil, ne, bin ich early. Fokus liegt gerade darin, effektiver zu werden. Ich hatte jetzt mit dem Laserschiff sehr viele Niederlagen hinter mir, bin ich early. Das musste jetzt erstmal aufhören. Aber so gefällt mir. Ich bin gerade am Überlegen. Nö, alles gut. So. Genau, mach das da mal. Ist cool. Das ist auch noch Triestall, oder? Nee. Okay. Dann fahren wir hier ran. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier jetzt noch Schönes machen können. 93 Triestall. Theoretisch, ich fliege jetzt schon jedem davon. Wir könnten jetzt erstmal die Railgun länger machen. Machen wir das doch einfach mal. Ich komme halt frontal. Wobei, ich durchdringe auch alles. Also ich habe basically gerade höchstens bei dem Schiff mit Traktorstrahlen Stress. Okay, dann verbessern wir doch erst die Dinger hier. So. So. Geil. Fertig. So. Das ist schon mal ordentlich viel mehr Bums vom Gegner weg. Nice. Damit mir da ja niemand zu nahe kommt. Toll. Okay. Leute, das war's soweit hier erstmal. Ich verabschiede mich. Wenn ich weiterhin zwischendurch also ich stelle mir jetzt so vor, ne? Es gibt ja gar nicht mehr so viel. Also schon, ich könnte hier alles abgrasen, klar. Aber schwierigkeitsgradstechnisch gibt es ja nur noch 16 bis 18 ist noch höher. Das war's. Ne? Und ja, dann habe ich das Spiel auch quasi durch. Also zumindest habe ich dann mal alles gesehen. Ich glaube, hier hat man das Spiel eh nicht durch, weil das ist halt so ein Spiel, da setzt man sich selber die Ziele. Es gibt ja auch keine Storyline oder so. Aber danach könnte man zum Beispiel mal ausprobieren, alles auf ultra schwer zu spielen. Man könnte sich Mods mal anschauen. Es gibt ja eine Roadmap, da soll ja noch so viel mehr kommen. Bislang ist ja, ja schon viel zu zocken, ne? Aber wenn ich das hier jetzt durch habe, bin ich schon wirklich an einem Punkt, wo ich sage, gut, erstmal könnte ich hier hin, aber, ne? Wo ich sage, ja gut, hab jetzt alles gesehen, ne? Das ist dann immer motivationstechnisch schwierig. Aber noch macht mir alles Bock. Aber soweit würde ich das spielen privat und euch ab und zu Updates zeigen. Ich glaube, es ist ganz cool. Aber das muss hübscher werden, das ist so hässlich. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.